Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zu einem kleinen neuen LP oder mehr gesagt Let's Show. Ich weiß nicht, was daraus wird, weil Unturned ist ja so eine Art Walking Dead, wo halt in so einer Art Block-Grafik, so like Minecraft, da wir ja gerade eh Walking Dead gerade bei uns noch auf dem Kanal haben, durch den Livestream, kann man das ja mal, glaube ich, währenddessen reinhauen. Dabei weiß ich noch nicht, ob der Sound richtig angepasst ist. Ich habe es jetzt einfach mal angemacht. Ich habe es einmal eigentlich mal gespielt, das weiß ich noch. Damals aber noch mit einem schlechten PC, mit dem ich nichts aufnehmen konnte. Und wir werden jetzt mal playen und ein Tutorial mal am Anfang machen. Und es läuft flüssig. Das ist immer das beste Zeichen. Ja, mit ADSWS können wir... Oh, das ist verdammt lauter Sound. Das müssen wir gleich einstellen. Audio. Suicide. Field of View. Volume. Einfach mal auf die Hälfte. Ja, ich glaube, sowas kann gehen. Ich glaube, das ist nicht... Mit Space können wir genau. Mit H. Was? H? Was sind wir, Alter? Sind wir nackt? Ach du Scheiße. Lift Shift, um zu sprinten. Ah, da sehen wir auch die Sprintanzeige da unten. Es geht ein bisschen. Aha, mit F. Das können wir uns wenigstens anziehen. Ah, da haben wir wenigstens einen Rucksack und so. Erinnert an DayZ, habe ich sonst selber nicht gespielt, aber nur halt. Was? G-Inventory. Ah, da. Ah, ach, und dann mit der Kleidung können wir Sachen mitnehmen. Wir haben Wasser und... Ach, wir können da recht viel... Ah, dann müssen wir es so equippen, echt? Oh Gott. Mit Pickup. Aha. Gut. Mit R geht kein Reloaden. Mit F? Ach du Scheiße. Pick up. Low Caliber Ammunition. T ist doch da. Alter. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Ich weiß noch, damals war das noch total wenig. Natürlich nehmen wir die Sicht. Und das ist da drauf. Da haben wir wenigstens Schuss. Okay. Oh. Okay, man kann also runterfallen, wie in Minecraft. Okay. Ich habe feeling wounded. Ah. Okay. Ist der Medical. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Ich glaube, das könnte man echt ein bisschen mehr zocken, ne?
Weiß nicht, ob man es irgendwie Multiplayer oder so zocken kann, aber man kann es auf jeden Fall anscheinend doch ein bisschen zocken. Es ist gar nicht uninteressant, hallo? Warum crouchst du jetzt? Ah, da kann man crouchen. Auf R wahrscheinlich. Ah, pick up gas. Das ist ja Walking Dead nur in Extreme, Alter. Kann man nicht manches. Und so vorhin bewegen. Ach, einmal. Kaliber Nation Box. Eieiei. Das nehmen wir auf jeden Fall. Müssten das auf jeden Fall aus. Wie viel? Wo refill? Muss noch da sein, oder? Fill up the gas can at the fuel tank. Fuel tank. Der ist doch normalerweise irgendwo hier. Wie? Empty? Muss doch irgendwo hier sein. Doch gesehen. Drop Repair, ja genau, einfach so repairen. Tut die an. Refill this vehicle to. Ach so. Okay, full. Empty. Full. Nehmen hier raus und schmeißen dann nur so drauf. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich es. Alter, wenn man halt echt die Spielmechanismen nicht kennt, dann hat man echt gar keine Ahnung. So kann man ja mal fahren, Alter. Nimm's ab, Digga. Z. So. Ach du Scheiße, das completed. Was? You have completed basic training. Advanced activities. Komm. Wir schmeißen uns jetzt einfach in irgendwas rein. Komm, play. Singleplayer. Play. Oh Mann, das wird jetzt was, glaube ich. Was? Das war unfair. Das war fucking unfair. Was sollte das denn? Kann man. Okay. Oh Gott. Guck noch so, wenn du nackt bist, ey. Also mit Q und E kann man. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, nicht rumsprinten. Wir brauchen Wasser, dies und das.
Da drüben haben wir eine A-Base. Ja, es ist, als ob wir da reinkommen würden, ohne an Zombies dran zu kommen. Ich kann mich erinnern, dass ich dann hier auf jeden Fall auch respawnt bin. Aber nicht, dass ich da am Anfang irgendwo gespawnt bin, dass ich sofort sterbe. Das ist ein bisschen blöd. Was haben wir denn hier so? Aha. Okay. Okay, wir chillen zuerst mal ganz vorsichtig. Und da haben wir ein paar Zombies. Das ist sehr gut. Ich hoffe, ich kann mich an denen vorbeisneaken, ey. Wow, die sind ja echt schlau. So, pick up. Oh. Wir müssen es erstmal kurz mal auschecken, was wir so alles haben. Was haben wir denn so alles? Haben sonst nichts. Ist das nicht irgendwie Essen oder so? Aha. Okay. Aha, ein Haken, das würde ich eher nehmen. Ein Seil. Du Scheiße, das ist echt viel. Flashlight. Ace Clip? Was auch immer das ist. Wir nehmen mal ein bisschen viel mit. Pick up Rope. Wir haben alles von diesem Raum. Ich will mal gucken. Auf jeden Fall unsere Waffe. Bisschen rüber. Alter. Ich hatte gerade Schiss. Ich glaube, das ist nicht so schlau, dass wir da hingehen. Oh. Ich glaube, wir belassen es bei einem Let's Show. Keine Ahnung. Ich mache zuerst mal nur ein Let's Show. Das heißt, ich mache so lange, wie ich heute Bock habe. 20 bis 30 Minuten wahrscheinlich. Sagt ihr, was denn? Was wir denn machen, werde ich jetzt einfach mal abwarten, was so die Grundmeinung bei so einem Game ist. Eigentlich könnte es echt cool sein, weil es scheint ja auch Multiplayer zu geben. Ich glaube, ich könnte es mir echt mal angucken. Vielleicht mit einem Kollegen durchzocken. Wäre ja mal was, weil das Game ist, bietet sich ja an. Und vor allen Dingen zusammen ist das doch besser als allein, weil alleine fühle ich mich schon scheiße. Weil vor allen Dingen so. Naja. Okay, haben wir einen Unfall gehabt? Okay. Ein Auto. Da auch was drin. Ah. Wenigstens etwas. Scheint ja sonst nichts da zu sein. Scheint echt so wie DayZ zu sein, muss halt natürlich in der Blockgrafik und ja, halt natürlich halt auf seine eigene Art und Weise. Finde ich nicht schlecht, die Idee. Das Problem ist, ich die Maps nicht kenne, habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. So. Ich weiß nur, dass wir nackt sind. So. So viel weiß ich zumindest. Okay, da vorne haben wir eine Stadt. Eine Stadt bedeutet was Gutes und auch immer was Schlechtes bei Zombies. Weil die ja da auch eher unterwegs sind, weil da viele Menschen waren, die wahrscheinlich dann verreckt sind. Oder auch zu Zombies wurden. Wir wissen das auch von selbst und auch durch Walking Dead. Deswegen, ja, ne? Okay. Aber auf jeden Fall kann man hier echt überlegen, ein Multiplayer-Game zu machen. Ich glaube, das kann ich echt machen, oder? Einfach mit einem Kollegen hier durchstreifen.
einfach die Welt unsicher machen. Da sind mir zu viele Zombies. Eieieiei. Das ist ein bisschen problematisch, ey. Kann ich. Okay, die hören es wenigstens nicht. Ne, ich kann hier nichts machen. Drüben ist auch ein Zombie. Ja, toll, es ist jetzt Nacht. Perfekter Zeitpunkt, um draußen zu sein. Eje. Okay, da hört die Stadt wiederum auf. Das Lustige ist, die sind genau alle außen rum. Kann ich da vorbei? Also, ich will natürlich vorbeikommen, so gut es geht, weil, ne? Drüben sehe ich den einen. Oh Gott, es ist noch dunkel und da drüben ist auch ein Zombie und wir müssen sehr still sein, wenn wir irgendwo sind. Das ist halt so wie in The Walking Dead. Wenn wir laut sind, dann merken das die Zombies. Da drüben ist auch einer. Oh. Wir hätten auch in der Airbase rumschleichen können. Stimmt, wir können ja allgemein rumschleichen. Wieso? Stimmt, da sind wir sehr, sehr still. Gerade vor allen Dingen nachts. Ich hoffe, es gibt keine anderen Gefahren außer Zombies. Wenn nicht, dann sollte das recht gut gehen. Wo ich eh irgendwo versuchen werde, zuerst mal reinzukommen. Da drüben könnte ich rein. Muss ich halt nur abchecken, ob da drin irgendjemand ist. Oder ob da ein Zombie drin ist. Anscheinend sind wir irgendwie so die Letzten der Apokalypse, die irgendwie überlebt haben. Da anscheinend sind alle so schlau gewesen, haben sich auffressen lassen. Außer wir. In der Wasserbowle. Na super. Da drüben sind Zombies. Bleiben am besten ganz ruhig. Erstmal hier einmal drumherum gucken. Scheint nicht zu sein. Ich hoffe, die Fenster sind offen. Scheiße, ist das hier laut. Alter, sowas würde ich auf jeden Fall mit Facecam Let's Play. Also wenn ich das jetzt so sehe, ich auf jeden Fall so machen. Dann was zu essen. Dann was zu trinken. Dann sogar noch mehr zu essen. Das ist ja richtig geil. Die Spiele können an sich echt schon. Orange Shirt. Sind wir dadurch nicht eher sichtbar, gerade durch unser Shirt. Aber okay, wir können dadurch irgendwie mehr Sachen mittragen. Black T-Shirt. Dann zieh das doch eher an. Salvage. Was, Salvage? Doch was anderes. Hello T-Shirt, Pickup. Equip. Shirt. Ah, und dann kann man equippen. Wie equip? Equip? Zieh's doch an. So. Okay. Okay, das orange T-Shirt scheint irgendwie mehr tragen zu können. Wir wollen aber. Nee, wir können das da theoretisch. Ja, da wir aber mit dem anderen mehr tragen können, mit dem da, würde ich sagen, machen wir einmal Salvage. Das repairen wir gleich. Brauchen wir aber zwei. Oh shit. Na super. Ich hatte ja zwei, aber egal. Das Problem ist, wir haben jetzt Nacht. Letztes. So. Weiß nicht genau, was das ist. Ganz ruhig.
Müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Müssen erstmal irgendwie die Grundbasis aufbauen, da aber anscheinend sonst keine weiteren Gefahren sind. Alter, das ist echt interessant. Ja. Ich glaube, kann man echt mal machen, einfach so zu zweit. Und dann irgendwann all die Zombies ausrotten lassen. Also so geistesgestört sein. Können wir nie im Leben rein. Ist ein Zombie drin. Das ist genau das, was ich meine. Das ist eine geile Herausforderung halt, weil du halt Zombies hast. Du musst halt immer wieder drumherum gucken. Aber anscheinend sind sie halt echt nur in den Städten. Und das macht es schon richtig genial. Kann man auch lustigerweise mit Virtual Reality spielen, da ich das aber natürlich nicht hab. Müssen wir so umgehen. Oh Gott. Ist aber nicht, ob hier irgendwas ist. Ich weiß nicht. Wir gehen erstmal so durch. Gucken, ob wir halbwegs safe sind. In dem Bereich sind wir auf jeden Fall safe. Das ist ein Zombie. Wir sollten echt langsam hier vorangehen. Scheint auch schon viel geplündert worden zu sein. Okay, die bewegen sich an sich nicht. Und es tut mir leid, dass es gerade total dunkel ist. Und da nicht viel machen. Ach, ich kann sogar trainieren. Wie viel Upgrade-Kosten habe ich? Ah, 9. Experience Points. Da scheint es uns nichts mehr zu sein. Müsste sich halt auch echt mit dem Crafting-System auseinandersetzen. Und das würde ich dann natürlich auch, wenn Multiplayer spiele. Flashlight. Ist das denn? Gut. Auch Müdigkeit. Oder wie? Oh je, meine. Ah, wir sind anscheinend in Kanada. Haben wir hier eine Taschenlampe? Chocolate Bar. Potato. Grape Juice. Ah, auf der 1. Das scheint ja hier sonst nicht zu sein. Noch mehr vom Trinken. Wir haben auf jeden Fall genug, um zu überleben. Das ist gut. Da haben wir schon mal die Apfelsäfte drin. Okay, da machen wir den Backpack.
Sollten die aber sehr bald trinken. Zumindest das eine auf jeden Fall. Das ist ein nettes. Da habe ich auch was zum Essen, ne? Chips. Die sollten eigentlich noch halten. Bloodball. Potato. Aber wenn es viel zu niedrig ist, könnte es doch sein, dass wir dann auch nicht wirklich das überleben, wenn wir es essen, oder? Aber wir kommen noch raus, ne? Ja, wir gehen auf jeden Fall mal ein bisschen raus. Das Problemchen ist aber dadurch, dass wir sonst nichts haben. Crip. Trink mal. Was, so wenig? Oh Gott. Ich sehe schon vor mir das LP, Alter. Okay, gibt auch ein bisschen Feuchtigkeit. Zack. Das Hütchen. Können wir salvagen. Oh, bekommen wir sogar noch mehr. Unser Orange-Shirt schon mal. Warte, wie ist denn das? Backpack ist noch groß genug. Backpack ist noch groß genug. Da können wir auf jeden Fall alles reinhauen. Jetzt außersehen natürlich deswegen alles runtergeschmissen. Kann man es denn nicht irgendwie drehen? Ah, mit R. Kann man es also richtig anpassen. Das ist krass. Mir gefällt das Game. Wie schon gesagt, schreibt eure Meinung auf jeden Fall. Wenn das jetzt auf jeden Fall repairen. So. Damit wir halt auf jeden Fall ein Orange Shirt haben, welches gut genug ist. Was ist das denn? Da unten 80% Luft. Das ist irgendwie Müdigkeit oder was genau bedeutet das? Was ist denn das? Das ist ein Pferd, eine Kuh. Ist hier irgendwas in der Nähe? Mach das nicht gerne, aber mal sehen. Nein, du fliegende Stadt! Oh. Ja. Blut aufstecken. Du musst, ich glaube, das könnte echt heavy sein, weil wenn ich jetzt so sehe, wie extrem. Oh, dann ist schon alles. Oh Gott. Potato. Equipment. Ah, das ist dann wahrscheinlich, wie schlecht es einem geht, ne? Man sollte deswegen aufpassen. Ach so. Man sollte also aufpassen mit dem, was man. Ah, okay. Das ist krass. Natürlich sieht man nachts leider nichts. %24, wenn ich jetzt so lange habe. Ich jetzt so lange hatte, sind wir noch %24. Okay. Da haben wir eine Farm. Alter, das wird ey, interessant. Ey, ich möchte das echt mit einem Kollegen machen. Okay, da wir jetzt aber nachts haben und es recht uninteressant ist und da wir keinen Kollegen haben und mich anscheinend das Spiel interessiert und ihr hoffentlich auch irgendwie in den Kommentaren was in der Richtung schreibt, dann. Boah.
Nenne ich das diesen Part hier auf jeden Fall ein Let's Show von davon. Und wenn das ein Let's Play wird, dann ist das auf jeden Fall das hier der nullte Part. Und dann wird man vielleicht mit einem Kollegen das hier spielen. Oder vielleicht mit mehreren. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, gut, dann sage ich trotzdem mal vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Let's Play Unturned. Oder mehr gesagt, Let's Show jetzt noch. Und man sieht sich dann vielleicht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ciao.